Auf der Promenade erschien heute zum ersten Mal ein russischer Fürst, welcher durch seine athletische Gestalt, seine schöne Gesichtsbildung, den Luxus seines Auftretens allgemeines Aufsehen erregte. Die Damen besonders staunten ihn wie ein wildes Tier an. Er aber schritt finster, niemand beachtend, von zwei Dienern, einem Neger ganz in roten Atlas gekleidet und einem Tscherkessen in voller blitzender Rüstung begleitet, durch die Alleen. Plötzlich sah er Wanda, heftete seinen kalten, durchdringenden Blick auf sie, ja wendete den Kopf nach ihr. Und als sie vorüber war, blieb er stehen und sah ihr nach. Und sie? Sie verschlang ihn nur mit ihren funkelnden grünen Augen und bot alles auf, ihm wieder zu begegnen. Die raffinierte Koketterie, mit der sie ging, sich bewegte, ihn ansah, schnürte mir den Hals zusammen. Als wir nach Hause gingen, machte ich eine Bemerkung darüber. Sie runzelte die Stirn. »Was willst du denn?« sprach sie. »Der Fürst ist ein Mann, der mir gefallen könnte, der mich sogar blendet. Und ich bin frei, ich kann tun, was ich will. Liebst du mich denn nicht mehr?« stammelte ich erschrocken. »Ich liebe nur dich«, entgegnete sie. Aber ich werde mir von dem Fürsten den Hof machen lassen. Wanda, bist du nicht mein Sklave? Sagte sie ruhig. Bin ich nicht Venus, die grausame nordische Venus im Pelz? Ich schwieg. Ich fühlte mich von ihren Worten förmlich zermalmt. Ihr kalter Blick drang mir wie ein Dolch in das Herz. Du wirst sofort den Namen, die Wohnung, alle Verhältnisse des Fürsten erfragen. Verstehst du? Fuhr sie fort. Aber keine Einwendung, gehorche, rief Wanda mit einer Strenge, die ich bei ihr nie für möglich gehalten hätte. Komme mir nicht unter die Augen, ehe du all meine Fragen beantworten kannst. Erst Nachmittag konnte ich Wanda die gewünschten Auskünfte bringen. Sie ließ mich wie einen Bedienten vor sich stehen, während sie mir im Fauteuil zurückgelehnt lächelnd zuhörte. Dann nickte sie. Sie schien zufrieden. »Gib mir den Fußschemel«, befahl sie kurz. Ich gehorchte und blieb, nachdem ich ihn vor sie gestellt und sie ihre Füße darauf gesetzt hatte, vor ihr knien. »Wie wird dies enden?«, fragte ich nach einer kurzen Pause traurig. Sie brach in ein mutwilliges Gelächter aus. »Es hat ja noch gar nicht angefangen.« »Du bist herzloser, als ich dachte«, erwiderte ich verletzt. Severin, begann Wanda ernst, ich habe noch nichts getan, nicht das Geringste, und du nennst mich schon herzlos. Wie wird das werden, wenn ich deine Fantasien erfülle, wenn ich ein lustiges, freies Leben führe, einen Kreis von Anbietern um mich habe und ganz dein Ideal dir Fußtritte und Peitschenhiebe gebe? Du nimmst meine Fantasie zu ernst. Zu ernst? Sobald ich sie ausführe, kann ich doch nicht beim Scherze stehen bleiben, entgegnete sie. Du weißt, wie verhasst mir jedes Spiel, jede Komödie ist. Du hast es so gewollt. War es meine Idee oder die deine? Habe ich dich dazu verführt oder hast du meine Einbildung erhitzt? Nun ist es mir allerdings ernst. Wanda, erwiderte ich liebevoll, höre mich ruhig an. Wir lieben uns so unendlich, wir sind so glücklich. Willst du unsere ganze Zukunft einer Laune opfern? Es ist keine Laune mehr, rief sie. Was dann? Fragte ich erschrocken. Es lag wohl in mir, sprach sie ruhig, gleichsam nachsinnend. Vielleicht wäre es nie an das Licht getreten, aber du hast es geweckt, entwickelt. Und jetzt, wo es zu einem mächtigen Trieb geworden ist, wo es mich ganz erfüllt, wo ich einen Genuss darin finde, wo ich nicht mehr anders kann und will, jetzt willst du zurück. Du. Bist du ein Mann? Liebe, teure Wanda, ich begann sie zu streicheln, zu küssen. Lass mich, du bist kein Mann. Und du? Brauste ich auf. Ich bin eigensinnig, sagte sie, das weißt du. Ich bin nicht im Fantasieren stark und im Ausführen schwach, so wie du. Wenn ich mir etwas vornehme, führe ich es aus. Und umso gewisser, je mehr Widerstand ich finde. Lass mich. Sie stieß mich von sich und stand auf. Wanda,
Ich erhob mich gleichfalls und stand ihr Aug in Auge gegenüber. Du kennst mich jetzt, fuhr sie fort. Ich warne dich noch einmal. Du hast noch die Wahl. Ich zwinge dich nicht, mein Sklave zu werden. Wanda, antwortete ich bewegt, mir traten Tränen in die Augen. Du weißt nicht, wie ich dich liebe. Sie zuckte verächtlich die Lippen. Du irrst dich, du machst dich hässlicher, als du bist. Deine Natur ist viel zu gut, zu nobel. Was weißt du von meiner Natur? Unterbrach sie mich heftig. Du sollst mich noch kennenlernen. Wanda, entschließe dich. Willst du dich fügen? Unbedingt? Und wenn ich Nein sage? Dann. Sie trat kalt und höhnisch auf mich zu. Und wie sie jetzt vor mir stand, die Arme auf der Brust verschränkt, mit dem bösen Lächeln um die Lippen, war sie in der Tat das despotische Weib meiner Fantasie, und ihre Züge erschienen hart, und in ihrem Blicke lag nichts, was Güte oder Erbarmen versprach. Gut, sprach sie endlich. Du bist böse, sagte ich, du wirst mich peitschen. Oh nein, entgegnete sie, ich werde dich gehen lassen. Du bist frei, ich halte dich nicht. Wanda, mich, der dich so liebt. Ja, Sie, mein Herr, der Sie mich anbieten, rief sie verächtlich. Aber ein Feigling, ein Lügner, ein Wortbrüchiger sind. Verlassen Sie mich augenblicklich. Wanda, Mensch! Mir stieg das Blut zum Herzen. Ich warf mich zu ihren Füßen und begann zu weinen. Noch Tränen! Sie begann zu lachen. Oh, dieses Lachen war furchtbar. Gehen Sie, ich will Sie nicht mehr sehen. Mein Gott, rief ich außer mir, ich will ja alles tun, was du befiehlst, dein Sklave sein, deine Sache, mit der du nach Willkür schaltest. Nur stoße mich nicht von dir, ich gehe zugrunde, ich kann nicht leben ohne dich. Ich umfasste ihre Knie und bedeckte ihre Hand mit Küssen. Ja, du musst Sklave sein, die Peitsche fühlen, denn ein Mann bist du nicht, sprach sie ruhig. Und das war es, was mir so ans Herz griff, dass sie nicht im Zorne, ja nicht einmal erregt, sondern mit voller Überlegung zu mir sprach. Ich kenne dich jetzt, deine Hundenatur, die anbetet, wo sie mit Füßen getreten wird, und umso mehr, je mehr sie misshandelt wird. Ich kenne dich jetzt. Du aber sollst mich erst kennenlernen. Sie ging mit großen Schritten auf und ab, während ich vernichtet auf meinen Knien liegen blieb. Das Haupt war mir herabgesunken. Die Tränen rannen mir herab. Komm zu mir, herrschte mir Wanda zu, sich auf der Ottomane niederlassend. Ich folgte ihrem Wink und setzte mich zu ihr. Sie sah mich finster an. Dann wurde ihr Auge plötzlich gleichsam von innen heraus erhellt. Sie zog mich lächelnd an ihre Brust und begann mir die Tränen aus den Augen zu küssen. Das eben ist das Humoristische meiner Lage, dass ich wie der Bär in Lillys Park fliehen kann und nicht will, dass ich alles dulde, sobald sie droht, mir die Freiheit zu geben. Wenn sie nur einmal wieder die Peitsche in die Hand nehmen würde. Diese Liebenswürdigkeit, mit der sie mich behandelt, hat etwas Unheimliches für mich. Ich komme mir wie eine kleine gefangene Maus vor, mit der eine schöne Katze zierlich spielt, jeden Augenblick bereit, sie zu zerreißen. Und mein Mausherz droht mir zu zerspringen. Was hat sie vor? Was wird sie mit mir anfangen?